So, hallo zusammen. Ich möchte euch heute mal die Iwata Custom Micron SB vorstellen. Das ist die Pistole. Ich habe vorne schon diese Schutzkappe entfernt, weil ich ohne die besser arbeiten kann. Jetzt sprühe ich einfach mal auf dem Drachenbild hier ein bisschen rum. Könnt ihr mal sehen, wie die so arbeitet. Als Farbe benutze ich gerade Schminke Aero Color unverdünnt. Düsengröße müsste 0,18 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ging was daneben. So, hier mal das Maul ein bisschen schwarz machen. Ich habe zu viel Druck. Ein bisschen weniger. Habe jetzt den Kompressor umgestellt auf 1,2 Bar. Das tut sich schon ein bisschen, schon besser damit. Normalerweise benutze ich diverse Airbrush-Pistolen, Harder in Steenbeck, die Evo Alu oder die Infinity. Auch eine ganz beliebte Pistole von mir ist die Neo. Die kann ich echt weiterempfehlen. Das ist so die Alltagspistole für vieles. Und diese hier, die nutze ich eigentlich relativ selten, obwohl ich sie doch sehr gern mag. Aber bei der habe ich immer ein bisschen Angst, dass ich was kaputt mache. Ich musste einmal eine neue Düse kaufen und das, die liegt halt bei 70 Euro. Das muss ich nicht dauernd haben.
Die Iwata, die lässt sich sauber steuern. Also ist eine mit eine der Pistolen mit der leichtesten Steuerung. Und da ist es auch so, dass die weniger anfällig ist. Andere Pistolen sind da ein bisschen anfälliger, dass die Nadeldichtung verklebt und dass sich dann der Hebelmechanismus nicht mehr so gut bewegen lässt. Viele kennen das Problem sicherlich. Ab und zu mal den Dreck von der Nadelspitze wegmachen. Dann ist das Spritzbild sauberer. Das heißt, den Dreck, die Farbe. Es ist die Farbe. Ein bisschen abdunkeln hier. Die Pistole hat eine sehr feine Düse, aber man kann auch gröber sprühen damit. Also es geht alles recht gut mit der.
Den Drachen haben wir übrigens freihand vorgezeichnet. Jetzt wird hier ein bisschen detailliert und vielleicht liegt da nachher noch ein bisschen Farbe. Da habe ich gerade die Kamera verschugelt. Zur Spritze selber nochmal. Ich habe hier oben habe ich so ein kleines Moosgummi draufgeklebt. Da kann man das Teil besser kontrollieren. Also ist meine Meinung, kann man ausprobieren. Muss man aber nicht. Also die lässt sich auch so ganz gut steuern. Ja, das war's erstmal von mir. Ich freue mich über Kommentare oder Fragen. Ja, macht's gut. Ciao.